Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect. Ja. Puh, Mensch. So, da bin ich wieder in einer neuen Folge und ich weiß gar nicht mehr, wo wir gelandet sind. Auf jeden Fall Waffen verboten, aber hier fliegen Waffen rum. Naja, egal. So, wir sind ja jetzt hier auf den... Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Ich wollte die Fahrschulsteuerung. Hallo, Sir. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. So, Geschäftsfrau, komm. Ach komm, wir fragen die einfach mal. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Ah ja. Naja, mit denen werden wir dann wohl mal ein ernstes Wörtchen reden müssen. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre. Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben. Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Vielleicht später. Jetzt brauche ich Vorräte. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. So, mal gucken. Alter, wie wenig Geld haben wir denn? Menschenfirma, schwere... So, Rüstung. Vergleichen, wie ist denn unsere? Okay, die ist deutlich besser als unsere Rüstung. Schild 180 und Schadenschutz auch deutlich mehr, technisch-biotikschutz auch. Aber wir sollten mal ganz kurz gucken. Wollte ich eigentlich vorhin gemacht? Ah, komm hier, jetzt erstmal Auto zuweisen. Alter, Auto zuweisen. Okay, wie viel die gute Tali hier alles freigeschaltet hat, das ist echt unglaublich. So, für die brauchen wir auch mal Waffen, verdammt. Die haben ja noch gar keine Waffen, richtig. Na, nee, nicht. Ach, I ist das, verdammt, ich vertue mich da jedes Mal. Haben wir besser, Waffen, die besser sind, 170, 100, ja. Erstmal drauf mit der. Alter, wie viele Sturmgewehre wir gefunden haben. Man bedenke, am Anfang der Aufnahme heute hatte ich kein einziges mit. Das, die Schrotze ist schon mal besser als unsere jetzige. Da mache ich die erstmal drauf. So, dann mit der kommt auch sonst keine mit. Okay, schlechter, 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 schlechter. Die ist besser als unsere. Die Reaper 3. Reaper 2 ist nicht so viel besser. Dann hauen wir erstmal die drauf. Die Reaper 3, die sah auch recht gut aus. Die haben wir zu Beginn schon mal gesehen. So, Antiturianergas. Scheiß was drauf. Gift. Komm, gehen wir auf Giftschaden. So, unsere Rüstung. Die ist zwar besser als die jetzige, aber die kann auch nicht wirklich viel. Okay, ich hau gleich die neue Rüstung mal eben drauf. Aber jetzt rüsten wir erstmal Tali aus. Wir haben noch die Rüstung hier. Weiß nicht, welche ist besser? Turiana oder die? Ah, die werden alle hier besser. Die ist schlechter. Wobei, die hat mehr Schadenschutz. Aber weniger Schild. Okay, ich glaube, wir holen gleich mal zwei neue Rüstungen. Tali haben wir gar keine, die passt, okay. Universalwerkzeug 3, das ist schon mal besser. Drauf machen. Präzisionsgewehr. Beim Zielen sind alle schlechter, beim Schaden sind alle besser. Komm, dann hauen wir mal eins mit 126 Schaden drauf. Das sollte eigentlich gehen. So, der Kessler ist besser, warte mal. Tali, die werden wir glaube ich öfter mitnehmen, die Lehrer werden wir öfter mitnehmen, deswegen
kriegt die bessere Ausrüstung von beiden. Die kriegt dann den Kessler. Bei den Schrotzen gehe ich auch noch mal ganz kurz durch. Alter, wie viele wir da haben. Das ist unglaublich. So, okay. Ja, die Storm ist am besten. Okay. Und dann bei den Maschinengewehren. Mache ich erstmal einen Launcher drauf. Okay, das ist gar nicht mal schlecht. So. Gut, dann würde ich noch ganz gerne hier die Sachen einmal durchgehen. Verbessertes Visier. Kampfsensoren. Verbessertes Visier. Komm, hauen wir mal verbessertes Visier 3 drauf. Panzerbrechend, weiß ich nicht. Haben wir hier sonst noch was? Alter, wie viel wir haben. Kühlungszeitschaden. Schildumgehungsschaden. Komm, wir gehen mal auf allgemeine Waffenwirkung. Die hat Plasma-Munition. Ja, aber brauche ich ja, glaube ich, nicht. Das ist die Storm. Welche war das jetzt? Schrotze, okay. Die würde ich lieber mit gegen Leute einsetzen. Schaden gegen organische Ziele. Und die hat Kampfsensoren 1. Ja, dann kommen hier jetzt Kampfsensoren 3 drauf. Da haben wir so viele von. So, auf die Pistole kommen mal eben Plasma-Munition. Das hat zwar gute Schildumgehung, aber ich will mal lieber die Abkühlzeit reduzieren. Und die kriegt natürlich auch die neuen Kampfsensoren. Gut, damit sollten wir eigentlich recht gut ausgerüstet sein. Hier die Reaper, die können wir noch eben ausrüsten. Die kriegt dann 14%. Haben wir nicht noch was, was noch schneller nachlädt? Waffenstabilität, Schaden. Ne, haben wir nur die einen Kühlkörper. Okay, dann kommen die natürlich hier drauf. So, den Rest haben wir schon. Haben wir hier vielleicht was Neues an Rüstungsupgrades? Alter, wie viel wir haben, okay. Kürzere Abkühlzeit, Schadenschutz, 45 Schild. Das haben wir, glaube ich, momentan drauf, ne? Haben wir hier, haben wir vielleicht Schildregeneration? Notfallinterface, Schildregeneration, Panzerung, Platten, 9 Schadenschutz. Ja, aber die bringen ja nichts. Schildregeneration, Schmetterschaden, Schmetterschaden, Härtung, Schildregeneration. 50 Schild. 50 Schild kann sich doch mal sehen lassen. So. Alter, ja, ich weiß, wir sind, hängen jetzt hier eine Folge mal ausnahmsweise fest, wo wir nur hier die Leute durchgehen, aber das muss leider sein. Okay, dann kommt auf das Maschinengewehr von der DAS drauf und manchmal Großkaliber ausnahmsweise drauf. Verbessert das Visier, Kaliber, Großkaliberlauf. 2 Großkaliber. Ich hau mal Großkaliber 3 einfach mal drauf. Okay, hier kommen dann Kampfsensoren, Großkaliber, ich mach mal Kühlkörper hier drauf auf die und komm, ausnahmsweise mal Chemie, oder? Ja doch, Chemie 3 ist gut. So, auf die Kessler, komm, auch Großkaliber und radioaktiv, 30% Waffen, warte mal, wie viel haben wir? Nee, hier ist bei der Abkühlung. Allgemein war, glaube ich, auf der drauf, ne? 25. Wie viel wollten wir hier auf die gerade drauf machen? 30. Okay, dann mache ich die Hammer nochmal, Hammer 3 nochmal raus. Oder wir haben noch einen Hammer 3. Warte mal, dann kann ich den doch. Warte mal, Hammer 3 kommt drauf. Ich weiß, es geht euch vermutlich gerade total auf den Nerv hier. Hier ist auch Hammer 3 drauf. Jawohl, okay. Und dann nur noch das Scharfschützen eigentlich. Kampfsensoren 3 und radioaktiv. Kommt mal hier drauf. So, die gute Tali Sauer, die hat jetzt eine von unseren Waffen, glaube ich, die wir gerade abgelegt haben. Kampfsensoren und komm, ich mach mal Reißer 3 drauf, wie ausnahmsweise. Gut, verbessertes Visier. Ne, auch Kampfsensoren und Phasenmunition. Das ist, glaube ich, die beste Phasenmunition, die wir haben, ja. Phasenmunition 3, okay. Dann auf die Schrotze. Kommt noch drauf. Wir haben nichts mehr im Dreierbereich. Das heißt, die sind jetzt Rückstoßdämpfung, mache ich mal. Und Reißer. Und auf die Primärwaffe vermutlich Großkaliber und
Abkühlungsreduzierung. Okay. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Vielleicht ja, später. Gleich. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Wartet mal. Also wir wollten... ich wollte eigentlich ja für uns jetzt eine Panzerung kaufen. Aber die verbraucht fast unser gesamtes Geld. Verdammt. Oder haben wir noch eine bessere Rüstung? Also hier ist eine schwere Rüstung. Die ist in allen Belangen definitiv besser als unsere Rüstung. So, die Liera könnte die natürlich auch anziehen. Oder die kriegt dann halt unsere Rüstung. Weil die ist ja auch schon an sich besser. Aber ist auf natürlich Schild. Na und Tali, für die haben wir keine Rüstung. Hm. Ansonsten hat der hier... Oh, wir können uns alles bei dem kaufen. Ach, geil irgendwie. Okay, 210, 44. Ja, Reaper 5 und wir haben Reaper 3. Hm. Okay, wäre auch noch interessant. Mittelschwermensch. Aber ich würde lieber die schwere Rüstung ganz ehrlich haben. Warte mal. Ich will jetzt nochmal ganz kurz mit dem Sie sprechen. Über die Bitte von dieser vielleicht später. Natürlich. Verzeihung, falls die... So, ich will mal die nicht... Turiana, Krogana, Turiana, Krogana, Turiana. Ich könnte natürlich Garrus eine neue Rüstung kaufen, theoretisch. Aber erstmal sind, glaube ich, vier dran. Haben Sie über die... Ich schaue mich nur mal um. Diese Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Ja, komm, lass uns jetzt mal ganz kurz... Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Vielleicht später. Jetzt brauche ich... Natürlich. Verzeihung, so, Standardobjekte. Gegenstand... Ja, die brauche ich aber erstmal nicht. So, ich wollte die schwere Rüstung Mensch haben. Kaufen. Annehmen. So. Dann können wir die mal ganz kurz nämlich anlegen jetzt. Falsch auf I. Hallo, schwer. Warum können wir die jetzt nicht anziehen? Die wurde doch vorhin angezeigt, dass wir die nehmen können. Warum können wir die jetzt nicht gerade benutzen? Ach, jetzt sag nicht, unsere Klasse ist falsch und deswegen geht das nicht. Ach Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, wir können schwere Rüstung tragen. Ohne Spaß, jetzt verkaufe ich erstmal Sachen. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Vielleicht später. Jetzt natürlich. Verzeihung, falls... Erstmal verkaufen wir jetzt. Das brauchen wir nicht mehr. War eigentlich auch nicht. Rüstungsupgrade, Gewebe brauchen wir auch nicht. Kampfsensoren haben wir schon, haben wir. Notfallinterface auch, notfalls. Phasenmunition brauchen wir nicht mehr. Sturmgewehr kann weg, das kann auch weg. Eigentlich kann ja soweit alles weg. Komm, ich hau jetzt einfach alles mal raus, was wir gerade nicht so wirklich brauchen. Da wird unser Geld nämlich endlich mal wieder mehr. Vielleicht können wir davon doch noch was Vernünftiges kaufen dann gleich. Oder wir warten erstmal und kaufen an Bord der Normandy dann was. Wir haben so viele Upgrades, die brauchen wir definitiv nicht. So 50.000, ja, das ist erstmal okay. Okay, komm, wir nehmen den Auftrag jetzt an. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Ach komm, ich tu's mal. Okay, ich helfe Ihnen. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu Ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anoles nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Erstmal nicht. Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Bereichskarte erhalten. Okay, da ist der Typ. Hier geht's nicht weiter, ne? Ja, okay, dann die Treppe runter. Safe, Sicherheit. Okay, ansonsten ist hier aber auch nicht wirklich viel, ne? Mann, ich dachte, wir können schwere Rüstung... Wir sind doch Soldat, oder? Wir können doch schwere Rüstung tragen, normalerweise. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Okay, hier gibt's nichts drin, oder wie?
Oder doch? Gina Patterson. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo ist Anolés? Ich möchte mit Anolés reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolés? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Hätten wir auch gleich hingehen können, glaube ich. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Seven. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Seltsam, dass sie das nicht stört. Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Soll er seinen Dickkopf behalten, Shepard? Wir finden bestimmt jemand anderen, der uns helfen kann. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Die mich überhaupt nicht interessieren. So, aber ich sehe erstmal, die Folgenzeit ist leider um. Mr. Blaze ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Ja, das habe ich mir gedacht. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolés. Wir reden später weiter. In Ordnung. Okay, das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen, denn die Zeit ist leider schon um und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.